Also Harald, nächste Frage. Welche Methoden kannst du zum Gärtnern Selbstversorgen empfehlen? Sprich Terra Preta, Nova, Bogashi, Kompost, Orga Urkult, Elektrokultur etc. Eventuell helfen spezielle Orgoniten oder ein Quarzpulvergemisch wie beim oder wie vom Global Scaling, wo du mal gemeint hast, mit der stehenden 2-Meter-Welle. Oder hast du enveropathische Unterstützung, ähnlich wie es bei der Präparatenkiste von Demeter geschieht? Also ich habe begrenzt Erfahrungen, kann ein paar Dinge benennen, die ich gerne mag, die ich einfach schön finde, die ich hab funktionieren sehen. Eine der Hauptprobleme von meiner Gärtnererfahrung ist immer der Mangel an Humus. Und da kenne ich Leute, die einfach mal in den Wald gehen oder ihre Hecken schneiden und einen schönen Cocktail aus Blättern und Strauchwerk dann wirklich auf eine große Miete aufschichten. Und da fängt man so mit 4, 5 Kubikmetern an, damit die Temperatur entwickeln kann. Und dann mit Plane oder mit Lehm abdecken und durchrotten lassen. Dann kriegst du wirklich Waldboden. Ne? Wie in einem guten Misch- oder Laubwald, Schwarzerde. So pädosphärenmäßig halt, ne? Das ist nicht so arbeitsintensiv. Terra Preta ist natürlich überlegen, wobei die meisten machen das Produkt, aber nicht das Feld. Und das Feld kriegt man halt, wenn man einen eiförmigen Krug von einer bestimmten Größe in den Wachstumshorizont einbuddelt. Das waren bei denen damals ihre Toiletten. Da haben sie reingeschissen und die Essensabfälle reingeworfen und die Holzkohlreste vom Lagerfeuer. Ja, also das hat sich quasi aus dem Leben heraus entwickelt. Ne, die Schalen von den Krustentieren. Die Kohle, wenn ein Teller kaputt gegangen ist, die Scherben vom Teller. Und das ist im Grunde normaler Siedlungsabfall. Und dann haben sie reingeschissen und wahrscheinlich woanders hingepinkelt. Ja, weil der Urin sollte nicht rein. Und das kann man natürlich auch machen. Setzt man sich eine kleine Toilette irgendwie in den Garten. Und dann kommen die richtigen Bakterienkulturen mit rein. Und dann, keine Ahnung, Schalentiere essen ist ein bisschen teuer heutzutage. Das Tempo hält man, dann könnte man vielleicht, keine Ahnung, die Hornspäne stattdessen. Dann geht ja um Phosphor und Stickstoff an der Stelle, Langzeitspeicher. Und das Ding ist halt, wenn dieser Krug zum Bioreaktor wird, dann macht der, wenn man sich das anschaut, auf der energetischen Ebene wie so Saturnringe. Also auf der Äquatorialebene ein sich ausbreitendes Informationsfeld, was von diesem Ei abgestrahlt wird. Und wenn das direkt im Wachstumshorizont liegt, dann kann ich den Inhalt dann rausnehmen und in dieses stabile Feld legen und kriege die Stabilität im Terra Preta, dass mir der nachwächst, statt sich zu verbrauchen. Also das ist das, was ich empfinde als das bisher offiziell ungelöste Rätsel. Warum ist Terra Preta vor Ort stabil, wenn es sich einmal etabliert hat, entweder in einer ganz großen Fläche oder halt um diese Krüge herum, die immer noch stehen. Ja, die werden ja angeschnitten hier und da, ja, wenn da irgendwo mal Erdreich weggenommen wird, stößt man immer wieder auf diese Krüge. Das Gleiche gab es auch in der nordischen Kultur. Da haben sie nicht mit Tonkrügen gearbeitet, sondern haben eiförmige Aushöhlungen in das anstehende Gestein reingemeißelt und haben das Land damit fruchtbar gemacht. Also das Interessant. ist nicht nur Südamerika, das Wissen ist überall. Gibt auch von Schauberger eiförmige Krüge, doppelwandig, mit Wasser zwischen den beiden Wänden und oben quasi so eine Zinkspirale und dann eine Kupferspirale.
Und das ist ein Bioreaktor, der erzeugt sogar sein eigenes Wasser. Den muss man nie gießen. Interessant. Ne? Weil das Leben da drin so explodiert. Krass. Also die Eiform ist da ein Schlüssel. Wenn ich über Terra Preta nachdenke und dann finde ich, macht es aber nur Sinn, wenn ich wirklich so lebe. Das ist ja in dem Sinne keine Extraarbeit. Aufs Klo gehen muss ich eh. Meinen Dreck entsorgen muss ich auch. Ja, ein Teller geht mir auch ständig kaputt oder eine Kaffeetasse. Und dann kommt das halt alles da rein und wird zerkleinert. Ja, wenn ich so lebe, macht es Sinn, das dann auch wieder auszubringen. Würde ich jetzt nicht in Gemüsegarten ausbringen, wenn es halt mit menschlichen Exkrementen angesetzt wird. Aber definitiv für eine Obstwiese. Oder ich bringe es aus und lasse es erstmal 2, 3 Jahre anwachsen vor Ort und nutze es dann später für einen Gemüseanbau. Das würde ich auch noch machen, wenn es ein bisschen durchgewalkt ist vom Leben. Ansonsten, das ist genau. Orga-Urkult ist eine absolut feine Sache, wenn wir wüssten, wie. Ja, weil die Elektronik, die Baupläne für die Elektronik sind verloren gegangen. Wir kennen, ne, also was man rekonstruieren kann. Ich glaube, die Schienen werden ersetzt durch 2 verzinkte Eisendrähte. Abstand nicht Schienenbreite, sondern 80 Zentimeter war optimal, Nord-Süd ausgerichtet. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird der eine Draht verbunden mit einer unterirdischen Kupferantenne. Und die Antennenform hat genau die Form beim Orga-Urkult-Symbol, hat man diese beiden dreiarmigen Hakenkreuze. Und der innere ist die Kupferantenne, die ist kleiner und kommt in die Erde. Und die äußere ist die Zinkantenne, die kommt nach oben in den Himmel. Und dann lege ich Zink auf einen Draht und Kupfer auf den anderen. Und das, was halt fehlt, und das ist das Problem, ist die Elektronik zum Regulieren. Weil wenn ich das so präzise baue, kriege ich eine Überspannung. Und der Gustav Adolf Winter hat halt ein paar Mitarbeiter fast verloren, wo dann Blitzentladungen aus den Drähten denen in die Arme und Beine eingeschlagen sind bei der Feldarbeit. Also, ich finde, was man an Wissen rausziehen kann, absolut genial. Ja, aber das jetzt im Garten anwenden, hätte ich im Moment noch ein bisschen Respekt, weil ich will nicht durch die Erfahrung durchgehen, viermal vom Blitz getroffen zu werden, bis ich rauskriege, welche Elektronik dahin gehört. Wenn jemand den Geist hat, das Know-how hat, quasi Überspannungen abzufangen und quasi wie eine Sicherung zwischenzuschalten, die Drähte kurz schließt auf elektrischem Wege und aber bis, keine Ahnung, 10.000 Volt, 5.000 Volt, was auch immer man aufbauen möchte, dass es zu keiner Entladung kommt, das Lebensenergiefeld stehen lässt, könnt ihr mir gerne mal Entwürfe für eine Elektronik zuschicken. Ja, aber wie gesagt, Elektronik läuft für den normalen Strom. Die Felder sind exotisch. Also ich krieg, weil die eine Antenne ist links drehend, die andere Antenne ist rechts drehend, ich kriege Torsionsfelder in die Drähte, die sozusagen gegenläufig sind. Und über die Gegenläufigkeit baut sich Spannung auf. Was das für ein Feld ist, wie viele Transversalkomponenten, wie viele Longitudinalkomponenten da aus dieser Überlagerung der beiden gegenläufig drehenden Torsionsfelder ausgekoppelt wird. Wenn da jemand ist, der sowas rechnen kann, dann muss man zurück bis Maxwell, bis zu Quaternionen rechnen. Wenn das jemand kann. Komm zu mir. Also ihr habt gehört, liebe Leute, vielleicht ist ja jemand Ich dabei. geb einen Kaffee aus. Ich Ja, gebe dann aktiviere ich gerne die. Also ich habe das mal probiert bei mir im Garten. Ich war nah genug dran, dass ich nach einer Stunde einen Kamerawagen von Google Street View am Gelände hatte, der gefilmt hat, um zu gucken, was wir da machen. Ja, also das war definitiv einmessbar per Satellit, Ich was verstehe, wir was da du meinst, ja. Felder und. Aber das war noch so weit entfernt,
keine optimierte Antennengeometrie, weil das hatte ich nicht verstanden, dass es tatsächlich sein Kernsymbol von den Antennen kommt. Das habe ich erst verstanden, als ich gesehen habe, dass in Stonehenge unterirdische Tunnelanlagen sind, die genau die gleiche Symmetrie verwenden. Okay. Hat mir jemand Bodenradaraufnahmen gezeigt. Okay, Aber aus das was für einem wäre. Zweck machen die das dort? Das sind resonante Antennensysteme und unter Stonehenge, unter einem Stonehenge, liegt eine Bundeswehr. Also die haben quasi über die bioenergetische Grundsignatur das satanische Trauma quer über England verbreitet. Das ist mal Hardcore. Das ist Und Hardcore Arbeit. da habe ich die Geometrie von diesem dreiarmigen Hakenkreuz verstanden. Auch das Militär verwendet es, Clover-Leaf-Antennas zur Ausbreitung der Torsionsfelder in der Radartechnik und Bewusstseinskontrolle. Alles Clover-Leaf, Krass. Kleeblattgeometrie. Also die Grundidee ist da, wie es funktioniert in der technischen Ausfertigung. Wäre das interessant, definitiv für Gegenden wie die Prignitz, ne, wo die schlechtesten Bodenwerte denkbar sind, also die es gibt, sind. Wir sind als Wüste klassifiziert bei der EU, weil es kein Humus im Boden gibt. Für diese Bereiche wäre das tatsächlich interessant. Wenn die Böden so nährstoffreich sind, dann reitet sich das ohnehin ab, das Feld, weil der Boden zu leitfähig ist. Verstehe, Ja. was du meinst. Und jetzt extra Sand irgendwo hinzukarren, um unfruchtbaren Boden zu haben, um dann Orga-Urkult zu machen, ist wieder logistisch Unsinn. Aber hier für die Prignitz, genial. Was meinst du mit Prignitz? Ist das ein... Na, ein Teil von Brandenburg. Wir Ah, haben hier oben reine Sandböden. okay. Deswegen sind wir die ärmste Ecke der Bundesrepublik. Die Anzeige, okay. Was man tun kann, also wer gucken möchte, wie das komplette Lebensenergiefeld aussieht, der kann mal bei mir auf der Webseite, also auf der aquarius-technologies.de im Publikationsbereich sich den kleinen Aufsatz über die Steinherzen angucken. Da ist sozusagen beschrieben, erforscht, einmal gebaut, wie das komplette Lebensenergiefeld aussieht und über eine Installation aktiviert werden kann. Die Praxis zeigt aber, dass jede einzelne Komponente davon für sich alleine schon ein Torusfeld kreiert. Also ich kann einfach Kupferspiralen um einen Strauch oder einen Baumstamm wickeln. Einwendelnd als Lakowski-Setup am besten, ja, damit ich intern Rückkopplung und Resonanz kriege. Und was habe ich gesehen? Johannisbeeren mit 16 mm Bärendurchmesser. Riesige Teile. Genau. Leck mich am Arsch. Also sowas macht Sinn, und was Wow. mir die meiste, also persönlich die meiste Freude beim Gärtnern gemacht hat, alle Abfälle, also gerade wenn ich Wiese in Gemüsegarten umwandle, dann muss ich irgendwo hin mit der Grasnarbe. Dann habe ich immer so kreisrunde Gebilde um die Obstbäume herum, die Grasnarbe umgedreht, aufgeschichtet. Und dann jetzt wenn man den Wall hat, der Querschnitt vom Wall wie so ein Vulkankrater. Und dann in Plastik eingepackt, dass, wenn es drauf regnet, das Wasser quasi in die umlaufende Rinne reinläuft. Und dann halt Pflanzlöcher und Kürbisse reinsetzen. Okay, interessant. Hat man eine Fläche von, also die Kürbisse machen bis 10, 6, 7, 8, 9, 10 Meter Länge, wachsen in alle Richtungen, und dann hat man 150 Quadratmeter abgedeckt auf der Wiese mit Wow. fast null Aufwand. Also wirklich nur die Abfälle, die sowieso anfallen, intelligent geschichtet. Müllsäcke aufschneiden ist das billigste Plastik, was man hat. Die schwarzen, die sind stabil genug für ein, zwei Jahre.
Und dann kann man 2 Jahre gut ernten. Nicht schlecht. Das hat mir gefallen. Und wovon ich träume, tatsächlich sind ein paar intelligentere Gewächshaus-Designs, was dann darauf hinausläuft, dass die Nordwand nicht aus Glas ist, sondern in irgendeiner Form solide, verspiegelt und unten an der Nordwand mit dem schwarzen Boden ein Wasserbecken ist. Also ein kleiner Gartenteich. Okay. Dass man quasi im Winter über den Spiegel die Sonne in das Wasser zieht und das Wasser in den Nächten die Gewächshäuser frostfrei hält. Und Schlaue. dann kann man ruhig einfach verglast arbeiten und dann aber mit der Noppenfolie die Außenwände isolieren. Ne, das ist einfach günstig, selber machbar und ein total schönes, intelligentes System, um die Saison extrem zu verlängern. Also bei minus 25 Grad. Aber ich kann mir vorstellen, so von März bis November, Februar bis November, März bis November, ist man auf der sicheren Seite frostfrei. Das hört sich auch schon mal gut an. Ich bin bei sowas raus, weil ich habe keinen Garten. Ich Ja, wohne umgeben von ich habe einen Beton. Garten, aber keine Zeit für einen Garten. Das tut so weh. Das haben irgendwie die meisten Harald. Ja. Mein Kollege hat auch so einen Riesengarten. Er hat auch keine Zeit dafür, leider. Ja, ich hatte 400 Quadratmeter angelegt für Gemüse. Und wir Wow. sind noch nicht mal zum Ernten gekommen. Echt nicht? Ja. Wow. Was habt ihr dann damit gemacht? Ist es einfach wieder in den Boden rein verfault, Ja, sozusagen? es ist jetzt vieles im Winter verfroren. Also wir hatten Hm. Kohle ist noch draußen stehen geblieben. So, bei Kartoffel habe ich nur die Hälfte geholt. Immer Okay. halt nach Bedarf, klar. Ne, bevor ich jetzt einkaufen fahre, gehe ich schon in den Garten und hol was. Aber jetzt den Wintervorrat wirklich komplett, die ganze Fläche dann abzuernten. Keine Zeit, keine Kraft. Geht dann Okay, krass, immer, Arbeit. war zu anstrengend. Ja, wäre ich in deiner Nähe, hätte ich dir auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Kein Problem. Silavi. Na, wie ist so, wie du sagst. Bist du fertig mit dieser Frage beantworten, Harald? Ja, mehr fällt mir im Moment nicht ein. War doch schon ausgiebig beantwortet. Da werden sich viele Menschen freuen. Ja. Noch von mir dazu, man kann auch mit ganz die Wachstumsfähigkeit von Pflanzen anregen, Ja, indem man gewisse Felsflüsse aufbaut. Rosenquarzpulver einarbeiten. Rosenquarzpulver. Habe ich gehört, ist der absolute Hammer. Ja. Und wenn man sät, die Saat einspeichern. Ja, das habe ich auch schon gehört, wegen der Information von dir. Ganz genau. Und draufpissen soll es anscheinend auch ein bisschen bringen. Also so verdünntes Wasser mit ein bisschen Urin von dir selbst. Genau. Ja. Oder halt ganz Fiolen nehmen und das ganze Blumenbeet abstecken mit verschiedenen Ganzmengen in den Fiolen. Also machst du hinten viel Gans, in der Mitte etwas weniger und hinten dran noch weniger. Und dann hast du einen ständigen Feldfluss zwischen den Wurzeln. Und das ist ja übersetzte Biophotonenergie. Höher geht gar nicht. Das ist der Treibstoff, wo Pflanzen von wachsen, ne? Und ja, im Prinzip kann man es dann nicht besser haben für den Wachstum von Pflanzen. Da musst du halt auch nicht viel machen, ne? Wenn ich sehe, oben ein Kaktus, der hat kaum Licht und die wachsen schon sehr langsam, ist der im letzten halben Jahr einfach 10 Zentimeter gewachsen, nur durch die Plasmafelder. Es war so ein kleiner, dünner Knopf oben drauf, aber das hat halt auch was mit dem Klima hier zu tun, denke ich. Aber er ist gewachsen. Yes.